Das Smartphone ist unser Einkaufszentrum der Zukunft. Stellen Sie sich das mal vor. Alle Geschäfte weg, ob Tomaten oder ein Sofa, alles wird per Klick gekauft. Aber wie sieht unsere Welt dann aus? Leben wir in grünen Innenstadtoasen und unser Paket kommt per Drohne? Oder erwartet uns eine versmogte Lieferwagenhölle vor der Haustür? Wir blicken in die gar nicht mehr so weit entfernte Zukunft. Absolut. Und jetzt geht's gleich ab in ein Land, über das wir ziemlich wenig wissen. Aber vorher können Sie bei uns noch was Tolles gewinnen. Willkommen zurück bei Galileo. Na, das hier kennt wohl jeder. Die Pizza von gestern noch mal aufgewärmt. Und der Boden ist total labberig. Dabei kann Pizza auch knusprig sein. Mein Kollege Haro Föhlgrabe hat Tricks aus dem Internet recherchiert und tritt damit gegen Profikoch Bernd Arold und dessen Recyclingtechnik an. Hier kommt unser großes Aufwärmduell. Viel Spaß. Das hier ist ein Ofenhandschuh. Den gibt es in vielen deutschen Haushalten. In Saudi-Arabien allerdings ist das ein Ding, ohne dass die Menschen nicht durch den Tag kommen, obwohl sie es noch nicht einmal in der Küche benutzen. Das und noch mehr typisch Saudi-Arabisches haben wir jetzt für Sie. 5 Dinge, ohne die ein echter Saudi nicht leben kann. So, und jetzt haben wir wieder ein Bilderrätsel für Sie. Aber vorher können Sie noch was Tolles bei uns gewinnen. Na, das haben Sie doch erraten, oder? Das war's schon wieder mit Galileo. Ich wünsche Ihnen ein schönes Restwochenende. Bleiben Sie vor allem gesund. Bis nächste Woche. Machen Sie es gut. Tschüss.